Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und die Saison neigt sich jetzt zum Ende. Woher ich das weiß? Weil ich weiß, dass dieser Blog ziemlich genau Ende September ausgestrahlt wird, kurz bevor ich nach Japan gehe. Aha, also okay. Übermorgen gehe ich nach Japan und sitze heute noch hier und es ist Ende August. Das ist die Kunst des Bloggens. Das ist irgendwie so eine Art Zeitreise, Paralleluniversum. Aber irgendein Komiker hat mal gesagt, wenn er sich auf dem Flug von New York nach Paris umbringt, ist er in New York schon tot, lebt aber in Paris noch 6 Stunden weiter. So ungefähr ist das. Prophylaktische Behandlung gegen Parasiten im Herbst. Wir haben ja immer noch viele Bereiche in Deutschland, wo Tierärzte für Koi eher knapp bemessen sind. Eigentlich unmöglich ist, einen zu bekommen. Die Leute aber auch jetzt keine Lust haben oder es vielleicht zum Teil auch nicht können oder sich es nie angeeignet haben, selber mit Mikroskop und Abstrichen umzugehen, es vielleicht auch gar nicht möchten. Frage: Prophylaktische Behandlung, ja oder nein in solchen Fällen oder auch allgemein, dass du sagst, auch viele wollen oder können sich auch den Tierarzt nicht leisten, muss man auch ganz ehrlich sagen, kann sich auch nicht jeder einen teuren Fisch leisten. Was würdest du in solchen Fällen empfehlen? Einmal im Jahr, einmal gegen Einzeller, einmal gegen die Wurmartigen behandeln, auch wenn der Teich soweit symptomfrei ist, vielleicht gerade vor dem Winter, damit die Fische schön, ich sehe schon an ihrem Blick, ich drücke sie gerade so in die Enge. Keine Chance. Sie traut sich schon gar nicht mehr zu sagen, was sie sagen will. Doch, klar traue ich mich zu sagen, was ich sagen will. War Spaß. Also, Haus raus. Ich persönlich bin kein Fan von dieser Idee. Ich weiß aber, dass es viele Leute so machen. Ich weiß auch, dass es viele Leute so machen. Ist aber trotzdem keine gute Idee. Gerade bei den Wurmmitteln haben wir manchmal Resistenzen, die dadurch erzeugt werden, dass Würmer behandelt werden, die eigentlich gar kein Problem sind, sondern die einfach nur da sind. Auch bei Kostia-Behandlungen sind die Behandlungen nicht immer so erfolgreich. Und wenn keine Kostia da sind, warum ein malachitgrünhaltiges Präparat in den Teich kippen? Mir persönlich fehlt dazu jede Beziehung. Ich würde das in meinem Teich nicht so machen. Also was ich würde kaputt ist, wird allerdings nicht auch nicht jedes Jahr von 4-5 Händlern neue Fische in meinen Teich knallen. Na gut, das machen mittlerweile, glaube ich, auch die wenigsten. Oder ist es immer noch komischerweise komme ich immer wieder zu solchen Teichen, wo es genau so ist. Und aus dem Grund ist es eben so, wie heißt es bei den modernen Verfahren, wenn man das Risiko bewertet, ne? Also ein Risikocheck machen. Sind neue Fische gekommen im gleichen Jahr? Dann behandeln sie auf jeden Fall Einzeller und Würmer. Es sind keine neuen Fische gekommen und den Fischen geht es prächtig und sie können nicht mehr tun als hingucken, dann lassen sie die Behandlungen bleiben. Im Frühjahr, sehr kalter Winter, stressiger Winter, Fische sind konditionell schlecht aus dem Winter gekommen, ab 12 Grad behandeln. Guter Winter, vielleicht auch gute Heizung, kann es ja auch geben. Fische sind topfit aus dem Winter gekommen und zeigen keine Symptome, nicht behandeln. Können wir uns darauf einigen? Also anstatt des Abstriches dann eine Blausibilisierung, eine Risikobewertung. Genau. Ist es jetzt wahrscheinlich das, was ist richtig oder nicht? Okay. Einverstanden? Ja, damit bin ich einverstanden, weil ich denke, für den ein oder anderen Bestand ist wahrscheinlich der Stress, einmal durch die Wurmmittel oder auch die Mittel gegen Einzeller durchzugehen, deutlich geringer als das Risiko, dann über sich stark vermehrende Parasiten nachher in die Krankheit hineinzulaufen. Also, finde ich eine tolle Antwort von Sandra. Machen Sie Ihre persönliche Risikobewertung, was die Parasitengeschichte in Ihrem Teich angeht. Hinzusetzen neuer Koi, Winterverlauf, Sommerverlauf, gab es Temperaturspitzen, gab es Temperaturtäler, gab es schnelle Temperaturänderungen und dann natürlich auch die Optik. Rötung, Schleimhautbildung, Springen, Scheuern, Ablegen. Genau. So. Mit was würdest du dann so eine Behandlung anfangen? Einzeller oder Würmer? Einzeller zuerst. Immer Einzeller, warum? Genau. Das hat mir irgendjemand mal so gesagt. Also weil die Mehrzeller von meinen die Einzeller Lehrern, fressen. Also nein, meistens sind eben Kostia gefährlicher als Gyrodactylus zum Beispiel. Also auch da wieder von der Risiko. Ganz das genau. Das größere Risiko wird zuerst. Wenn man jetzt aber natürlich Millionen Würmer hat und nur 2 Trichodina. Dann. Und wann würdest du die Behandlung machen? Wenn eher im Herbst oder eher im Frühjahr oder direkt nach dem Zusetzen neuer Koi oder im Zweifel auch dreimal? Jetzt wird es aber haarig, wie das Trommelfilter. Für mich gehören Symptome zur Krankheit. Also
Einfach schauen. Einfach schauen, Fische beobachten und wenn man jetzt eben nicht weiß, wie der Winter wird, dann im Herbst behandeln. Was war das Häufigste, was mal ein Kunde von dir in einem Jahr Parasiten behandelt hat? Also meine Kunden machen das nicht so häufig. Ich versuche eigentlich immer möglichst wenig Medikamente zu verkaufen. Das ist schön, aber manchmal, wir kriegen ja auch Zuschriften und naturnaher Teich und zum 100. Mal und keine... Ja, aber naturnaher Teich ist halt auch echt der Misserfolg vorprogrammiert. Das ist einfach so. Dann kann man es auch bleiben lassen und muss sich einfach was anderes einfallen lassen. Eisenbahn. Eisenbahn? Stadt Koi. Ach so. Oder was hast du gemacht? Einfach über das Teichdesign nachdenken und einfach akzeptieren, dass es Erfolg nur gibt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist die so. Naturnahen Teichen sehe ich auch immer mehr, funktionieren eigentlich nur dann, wenn sie einmal besetzt werden und das System dann in Ruhe gelassen wird. Aber mit Fisch rein, Fisch raus, Mickey Maus, das geht schief. Risikobewertung. Genau. Vielen Dank, tolle Antwort. Sandra, toller Blog. Machen Sie es gut. Tschüss. Und jetzt kennen Sie Winter. Auch. Jo, Ihnen auch. Und ab übermorgen gibt es dann Blogs aus Japan. Ciao.